Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal Max Zuckerbude. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir sehen hier heute das erste Teamgefecht. Was ich euch mal zeige, mit der Kaiserlichen Marine, da wo ich da mitgefahren bin, also ich gehöre mit halt zum Clan, aber ich spiele nicht so wirklich aktiv, weil ich da jetzt nicht so wirklich viel Zeit für habe mit diesen ganzen Trainingsgeschichten. Aber hin und wieder fahre ich dann halt mal so mal ein bisschen mit, um mal zu schauen, wie es bei mir noch so funktioniert und weil es dann ja auch Spaß macht. Man fährt halt nicht alleine, man fährt dann halt in einem Team. Ich bin jetzt hier mit der guten alten Tirpitz unterwegs. Und das Line-Up war jetzt halt so mit der Shokako, mit der North Carolina, Tirpitz, Mogami, Atago, die Kutuschow, die Benson. So, auf der anderen Seite sah es fast genauso aus, die Shokako, Carolina, Amagi, Atago, die Kutuschow, die Fubuki und die Loyang. Wir haben hier zwei Cap Points, die es gilt einzunehmen, um halt Cap-Punkte zu generieren. Was wir halt, sehen wir das, kann ich da hier mal was, was wir hier oben sehen. Na, wir haben jetzt hier auf beiden Seiten sind 300 Punkte und wer zuerst 1000 Punkte hat, bekommt, hat den Win. Man bekommt natürlich dann auch Punkte für Versenkung von feindlichen Schiffen und man bekommt Punkte abgezogen, wenn vom eigenen Team was blöd geht. So, da war jetzt halt ein Zerstörer in A, aber vielmehr der ist noch da und wir versuchen den jetzt gerade hier rauszuschießen oder zumindest mal zu hitten, damit er nicht weiter cappen kann. Hat er wohl leider geschafft. Und ich muss jetzt halt noch ein bisschen nachladen und mein nächstes Ziel ist hier wohl die Atago, die da schön langsam fährt, aber sich dann gerade wieder eingedreht hat. Dementsprechend habe ich dann nochmal auf die Fubuki geschossen. Aha. Diese Ansicht kenne ich noch nicht. Vor allem kann ich hier gar nicht gucken. So, jetzt hatte ich mal auf die Atago lang geschossen. So, jetzt. Ich kann mit den Kugeln. Doch, kann ich doch mitfliegen. War leider etwas zu hoch gewesen. Auf 12 Kilometer, sie ist schon ziemlich nah dran. Und mich hatte man jetzt hier bis jetzt noch nicht so wirklich auf dem Zettel. Hatte noch relativ meine Ruhe. Ja, da habe ich ein bisschen hektisch geguckt. Nicht, dass ich dann von hinten noch von Torpedos überrascht werde. Und da ging es dann jetzt weiter auf die Atago. Also irgendwie mit den Kugeln, dass man da mitfliegen kann, jetzt hier im Replay funktioniert leider nicht so ganz. Wir hatten hier schön unsere Ruhe gehabt. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, noch keinen Treffer kassiert. Ich habe jetzt aber auch noch nicht so wirklich Treffer gemacht. Und hier kam dann jetzt halt die Order, dass wir doch wieder dann reindrehen sollten, um dann halt mit der rechten Breitseite dann auf den Feind zu schießen. Der feindliche Flugzeugträger, der war auch relativ nah dran. Na? Ich kann euch leider das nicht so wirklich zeigen, weil das Replay das irgendwie nicht hergibt. Irgendwo ist da so ein kleiner Fehler drüben. So, jetzt haben wir da drin noch eine Loyang im Cap. Wir haben B auch noch nicht gecapped. So,
So, weiter auf die Atago. So, auch wieder nur ein 1000er Hit. Also ich kann euch leider die Kugelfahrt Flugscreen nicht so wirklich zeigen, da das Replay das irgendwie nicht so möchte. So, da noch ein bisschen, dann jetzt noch mal ein bisschen auf die Loyang, wieder nur ein 1000er Hit. Lief super mit den Treffern. Da hat jetzt unser Kollege, der kriegt hier auch schon extrem Schellen mittendrin. Jetzt nochmal eine Runde auf die Amagi. Die Kugeln sind komischerweise irgendwie verhungert, ich weiß nicht warum. So, da ist dann halt der Revenge dann flöten gegangen. Ja, ich weiß, normalerweise sollte man in die Torpedos reindrehen. Aber ich hatte jetzt hier noch so ein bisschen Zeit, um auch noch wegzudrehen. Ich habe mir eine Scheiße zusammengeschossen, ich sag euch das. Habe ich wieder eingefressen. Von der North Carolina. Aber das Beste kommt noch. Erstmal wieder die Kanonen drehen. Das Problem war immer, dass die Gegner immer zugegangen sind. Dementsprechend hat das Zielen war es dann immer ein bisschen schwierig. Da mal ein bisschen die Fubuki angehittet. Ja, und dann sind wir jetzt schon so langsam auf Torpedoreichweite für die Amagi. Die genau da hinterm Felsen hockt. So, da habe ich dann noch mal schön auf die Atago drauf gehalten. So, das hat jetzt mal gereicht für die. Gut. Hier musste ich jetzt halt mal doch mal ein bisschen fressen. Da die Amagi mehr oder weniger stand. Jetzt war hier mein Fehler gewesen. Ich habe zu viel gedreht. Aber ich konnte noch meine Torpedos natürlich noch absetzen. Draufschießen konnte ich auch noch. Da ist er erstmal schön in Brand gesteckt. Und die Torpedos, die rollten. Ja, man sieht es leider nicht. Da habe ich nochmal richtig schön gefressen. Aber die Amagi dann doch noch erwischt. Nochmal Torps hinterher. So, rausgenommen. Hin und wieder, wir sind ja halt, die Schlachtschiffe gelten ja halt so auch als Tanks. Dementsprechend halt auch, dass man da hin und wieder mal ein bisschen was nehmen muss. North Carolina hat sich da jetzt dann an dem Wrack mehr oder weniger festgefahren. Ja. Hatte jetzt dann versucht, mich dann jetzt rauszunehmen. Da ich ja keine Breitseite mehr fahre, sieht das dann halt dementsprechend schon mal ein bisschen anders aus mit dem Schaden. Und konnte mich dann jetzt wieder in Ruhe hochreppen. Die North wurde jetzt halt von unseren Kreuzern dann bearbeitet. War schon mal deutlich, dass wir das jetzt hier doch nach Hause fahren. Fuhr schon rückwärts und ich habe nicht getroffen.
Und ich habe mich dann jetzt schon mal wieder so schön langsam hochgereppt, wie sich das gehört. So, dreh wieder ein, damit wir schöne Breitseite haben. Hatte jetzt leider die Inseln davor. Und da war sie. Mal ein bisschen langsamer geschossen. So habe ich dann jetzt auch mal wieder ein bisschen Schaden gemacht. So, die Norse, die brennt schön runter. Da war sie jetzt auch schon wieder hinter der Insel. Da werde ich wohl, glaube ich, da habe ich, glaube ich, nichts getroffen, großartig. Ja, das war mal ein solider Sieg gewesen. Schadenstechnisch auch noch ganz gut noch was gemacht. Norst geht jetzt gleich baden, da war Saar noch weg gewesen. Und dann ist er nur noch da hinten die, ach, wie heißt sie? Die Kuschow. Die da gleich da schön langsam um die Ecke kommt. Schön Breitseite zeigen. Und wir konnten dann auch Breitseite dann schön auf die Kuzov schießen. Ja, hat sich dann erstmal die Zitadelle gefangen und war dann auch raus. Dann ist dann jetzt nur da hinten die Shukaku. Und das Match war dann im Endeffekt gewonnen. Recht solide. Ich dachte mal, ich zeige euch auch mal so ein Teamgefecht. Weil das hatte ich, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht so wirklich gezeigt gehabt. Und somit konnten wir uns dann jetzt alle dann auf den Träger dann stürzen. Ich hatte natürlich erstmal wieder noch so ein paar Inseln vor der Nase. Erstmal ein bisschen einschießen. Ja, und Schaden noch nicht einmal wirklich viel gemacht. Ja, und das war's dann auch, glaube ich, mit der Shokako. Und mit dem Knall verabschiede ich mich auch. Ciao.